ist uns halt schon aufgefallen, dass der Typ vor uns extrem seltsam fährt. Mega langsam, so circa 30, wo man eigentlich 60 fährt. Der ist auch so bei den Kurven so ein klein wenig auf die Gegenfahrbahn geraten. Ne? Da habe ich schon so überlegt, ist der auf Drogen oder was? Da ist mir halt schon ein bisschen einer hochgegangen. Ne? Habe ich halt mal kurz gehupt so. Fahr die erlaubte Geschwindigkeit und halt nicht alle auf. Was macht er? Er wird noch langsamer. Denk mir so, will der mich verarschen? Hup halt nochmal. Er wird noch langsamer. Dann fährt er jetzt so ungefähr so 15. Ja, dann bin ich halt ein bisschen ausgerastet, ne? Hab so permanent gehupt. Und dann, jetzt kommt's, Leute. Er bleibt einfach stehen und steigt aus. Labert irgendwas? Ich hab's aber nicht wirklich verstanden. Dann habe ich einfach geschrien, fahr deine 70 km/h, du Arsch. Aber er fährt weiter mit 10 km/h. Und was macht dieser Geistesgestörte? Während ich ihn überholen will, also das bin ich, das ist er, ich fahr so. Und er schert ebenfalls aus und versucht, einen Unfall herbeizuführen. Ist der Typ irre?